und gibst offen zu, dass du zwischendurch auch fremd gehst und etwas mit anderen Männern hast. Mit dem Mann, der neben mir sitzt, hast du eine Beziehung, ne? Ist richtig. Ja, das ist mein Mann. Also, ach, ihr seid richtig verheiratet. Ja. Wir haben eine offene Beziehung, wir leben offen. Das heißt, dieselben Spielregeln, die für Nicole gelten, gelten für mich auch. Was verbindet euch? Letztendlich unsere Liebe. Wir gehen offen miteinander um. Und Sex bedeutet nicht... Was macht euch da so sicher? Wir sind seit 12 Jahren insgesamt zusammen und wir praktizieren das seit einigen Jahren und wir sind sehr glücklich damit. Und ich behaupte mal, wenn Leute so leben würden, entsprechend, dass sie sagen, wir leben eine offene Beziehung, ich mache nichts heimlich, sondern ich spreche über meine sexuellen Bedürfnisse und ich lebe sie aus, dann sind es nämlich genau die Leute, die nicht sich scheiden lassen. Die, die sich scheiden lassen, das sind die Ehemänner, die sie hatte. Die gehen nämlich heimlich fremd. Aber vielleicht passiert etwas in den Ehen, mit den Ehemännern, mit denen sie vielleicht etwas hat. Das kann ja auch sein. Isabel, du bist die Nichte von Tom und von Nicole. Wie siehst du das denn? Seid ihr alle in der Familie so tolerant?